Neue Waffen, neue Burn Trades, Änderungen an den Rekruten, am Regen und Ashbloom, am Headsman, ein Event, das im Kern dasselbe ist wie die zuvorigen, allerdings mit sehr großen Anpassungen und einem komplett neuen World Spawn in der Mitte der Map, das Sealed Cache. Das alles und noch mehr erwartet euch in Update 1.16 und im nächsten Event Desolation's Wake in Hunt Showdown. Wie immer ist das Video mit Timestamps versehen, aber ich rate euch auch als Veteran, skippt vielleicht nicht zu schnell durch, sonst verpasst ihr etwas. Und damit gehen wir nun rein ins Video. Wir beginnen mit dem Update und dieses fixiert sich vor allem auf Balancing. Aber natürlich haben wir auch neues Equipment. Zum einen erhalten wir zwei neue Waffenfamilien. Die Cordrill Marathon, welche noch mit einer Swift-Variante erscheint. Die Marathon ist das Hand-Äquivalent zu Cold Lightning, einem Pump-Action-Gewehr, und steht in Konkurrenz zu Winfield, denn sie benutzt ebenfalls Compact-Ammo, also das kleinste Kaliber. Die Stats der Marathon seht ihr ja gerade, ich blende euch aber mal noch die Stats der Winfield ein, damit ihr einen direkten Vergleich habt. Dazu erhält die Marathon auch Gift und FMJ-Munition. Als Erinnerung, die Winfield hat ebenfalls Gift und FMJ, aber dazu noch High-Velo und Feuermunition. Und dann kommt noch die Mako 1895 Carbine, welche noch mit einer Claw- und Aperture-Variante erscheint. Die Mako Carbine ist das Handäquivalent zu Marlin 1895, einem Leather-Action-Gewehr, und ist quasi die Long-Ammo-Winfield, die die Community sich schon lange wünscht. Nur, dass es halt keine Winfield bzw. Winchester ist, sondern eine Marlin. Ich zeige euch neben den Stats der Mako noch die Stats der Springfield Krack, denn ich denke, dass diese beiden wohl am meisten konkurrieren werden, aufgrund der hohen Feuerrate und des geringen Schadens. Dazu erhält die Mako noch FMJ und Explosive Munition. Die Mako ist somit die dritte Long-Ammo-Waffe mit explosiver Munition neben der Uppercut und Martini. Nicht zu vergessen, ihr könnt die Mako natürlich levern, was mit explosiver Munition ganz lustig sein könnte. Nicht gut, aber lustig. Keine neuen Varianten, aber dafür neue Munitionsarten erhalten die Crown & King und Cordrill Rival. Die Rival erhält Dragon Breath und die Crown & King Flechette Munition. Oh boy, auf die Crown & King bin ich gespannt. Alle neuen Waffen und Munitionsarten schaltet ihr wie immer mit dem Battle Pass des Events frei. Sobald das Event endet, kommt das ganze Zeug ins reguläre Freischaltsystem. Damit hätten wir dann den Equipment Part abgeschlossen. Aber das war gerade erst der Anfang. Kommen wir nun zu den neuen Burn Trades. Weiterhin werden alte Event Trades permanent ins Spiel implementiert und nun haben wir neben Shadow, Relentless und Deathcheat auch noch Rampage und Remedy im Spiel. Auch diese findet ihr wie die anderen nur in einem Match, entweder als Random World Spawn oder als Drop von Meatheads und Scrappeak. Tritt der Effekt der Trades in Kraft, verliert ihr den Trade, deshalb auch Burn Trade. Dafür könnt ihr diese Trades auch dreimal gleichzeitig mit euch führen, allerdings müsst ihr eben denselben Trade erstmal dreimal finden. Falls ihr nicht wisst, was die zwei neuen Trades können, mit Rampage werden eure gesamten HP inklusive zerstörter Balken wiederhergestellt, sobald ihr einen feindlichen Hunter tötet. Und mit Remedy werden die gesamten HP inklusive zerstörter Balken eures gesamten Teams wiederhergestellt. Dafür müsst ihr nur mit Hilfe eurer Darkseid auf einen herumliegenden Trade für ein paar Sekunden schauen und das innerhalb von 25 Metern. Was ihr übrigens auch einfach direkt mit dem Remedy Trade Char machen könnt, den ihr gefunden habt. Ihr könnt also Remedy aufsammeln und dann direkt Remedy anschauen und damit Remedy benutzen. Ihr remediet also Remedy. Der herumliegende Trade wird dabei auch nicht verbraucht oder so. Außerdem könnt ihr Remedy auch benutzen, um Trades zu suchen, denn diese werden euch von bis zu 25 Meter in der Darkseid angezeigt. Über die beiden Trades freue ich mich wirklich sehr, denn nun haben wir endlich weitere Möglichkeiten, außerhalb von Events unsere Lebensbalken wieder herzustellen. Das war es auch, was den neuen Content angeht, das Update 1.16 zu bieten hat. Aber keine Sorge, das Update ist noch lange nicht vorbei. Kommen wir nun zu den Änderungen und Balancing. In Update 1.15 wurden schwerwiegende Änderungen am Rekrutensystem vorgenommen. Damit sind sie auch in eine gute Richtung gegangen, allerdings waren diese Änderungen noch nicht ganz ausgefeilt, was nun aber mit 1.16 hoffentlich der Fall sein wird. Die normalen Rekruten kommen nun mit jeweils einem Trade weniger. Also Tier 1 Hunter, dazu gehören auch Free Hunter, kommen nun mit einem Trade. Tier 2 Hunter kommen mit 2 Trades und Tier 3 Hunter mit 3 Trades. Dazu haben diese auch nicht mehr so oft teure Trades wie Doktor oder Fanning. Und die Qualität der Ausrüstung, die sie dabei haben, wird auch etwas runtergesetzt. Free Hunter zum Beispiel kommen nun nicht mehr mit Nelle Beltalon oder ähnlichem. Während die Rekruten also ein wenig genervt wurden, wurden die legendären Hunter aber etwas gebufft, was auch wirklich dringend notwendig war.
Diese kommen nun mit einem Minimum von 11 Upgrade-Punkten statt 7, aufgeteilt auf 3 Trades. Auch weiterhin ist es so, dass wenn euer Hunter mit 3 Trades kommen sollte, die insgesamt weniger kosten als 11 Punkte, ihr die übrigen Punkte so auf dem Hunter erhaltet. Passend dazu wurde das Respecken von 1-Point-Trades angepasst. Normalerweise erhält man ja den Preis eines Trades minus 1 zurück, wenn man einen Trade entfernt. Bei den Trades, die nur einen Upgrade-Point kosten, war das also 0. Nun erhält man von diesen aber stattdessen auch einen Trade-Punkt zurück. Und wo wir beim Thema Rekruten und Legendary-Huntern sind, der Headsman wurde endlich genervt. Und ich muss sagen, ich finde, er sieht jetzt einfach deutlich cooler aus. Als nächstes kommen wir zum Equipment-Balancing. Die Wette, die Cyclone wurde gebufft. Sie lädt nun schneller nach und hat einen geringeren Rückstoß. Die Upper Mud wurde ebenfalls gebufft und macht nun genauso viel Schaden wie die Upper Cut, und zwar 126. Explosive Munition macht nun mehr Schaden an Monstern inklusive Bossen. Und dazu wurde auch noch die Headshot Range bei Huntern erhöht. Bei der Springfield von 94 Metern auf 175, bei der Martini von 287 auf 309 und bei der Upper Cut von 35 auf 83. Außerdem ist nun jede Nahkampfwaffe, bis auf die Bomblands, eine Small Slot Waffe. Ihr braucht nun also kein Quartermaster mehr, um das Katana, die Axt oder den Hammer mit einer großen Waffe zu spielen. Passend dazu werden auch die Nahkampftools etwas angepasst. Das Nackenei verbraucht nun etwas mehr Ausdauer, was bedeutet, dass man nun einmal weniger den schweren Schlag bzw. den Stich ausführen kann. Und alle Nahkampftools inklusive der Wurfwaffen machen deutlich weniger Schaden an Bossen, was nicht zu unterschätzen ist. Ich mache die Bosse meistens nur mit Wurfmessern und dem Nackenei, aber das ist nun nicht mal mehr ansatzweise so effektiv. Außerdem gibt es noch einen weiteren Change, der damit zusammenhängt, aber dazu kommen wir gleich. Die Gegengiftspritze wurde genervt und sie ist nun inline mit den anderen Spritzen. 5 Minuten für die kleine Spritze, 10 Minuten für die große. Die Sichtdistanz der Beatles wurde etwas erweitert und man lootet nun mehr Munition für Starshell und Pennyshot Munition. Hurra, I guess. Zum Schluss gibt es noch ein paar weitere wichtige Änderungen. Wie bereits eben erwähnt, gibt es noch einen weiteren Change bezüglich der Bosse. Nämlich spawnen nun seltener Nahkampfwaffen in der Nähe von Bossen, also Äxte, Hämmer etc. Das klingt vielleicht nach keiner großen Sache, aber da ja nun die Nahkampftools deutlich schwächer sind und Bosse nun mal einfach am einfachsten und schnellsten im Nahkampf zu töten sind, könnte das bedeuten, dass sich von nun an Waffen mit Nahkampfansätzen deutlich mehr lohnen, Sticky Bombs mitnehmen tatsächlich viable ist oder sogar darauf schießen notwendig sein könnte, wenn man unter Zeitdruck steht. Das sogenannte Red Skull Reviven, das ist das Wiederbeleben von komplett toten Teammates mit Hilfe eines Bounty Tokens, kostet euch nun 50 HP statt 25 und dauert nun auch 10 Sekunden statt 4 Sekunden. Der Loot von Toolboxen wurde etwas angepasst. Ihr könnt nun Big Dynamite Bundles, Hellfire Bombs und kleine Vitality Shots looten. Allerdings wurde auch die Chance auf Frag Grenades etwas verringert. Ob diese Änderungen sich jetzt explizit nur auf Toolboxen beziehen oder auch auf das Looten von Leichen, weiß ich jetzt nicht, aber da sich diese den Lootpool teilen, denke ich mal, dass es für beides gilt. Thunder Shower und Ash Bloom wurden etwas angepasst. Und zwar geht nun die Starkregenphase von Thunder Shower nur noch 2 Minuten statt 4 Minuten. Aber dafür hört sich der Regen auch etwas lauter an, wenn ihr in einem Gebäude seid. Und bei Ash Bloom tritt der dichte Nebel nun etwas weniger auf und die Audio ist etwas weniger aufdringlich. Es sollte also weniger störend sein. Der Trade Lightfoot wurde etwas gebufft. Lauft ihr durch Audiofallen wie herumliegende Scherben, Dosen oder hängende Flaschen, Ketten etc., ist das nun genauso leise, wie wenn ihr dadurch kriechen würdet. Das geht aber nicht für Sprinten und eure Schritte sind natürlich immer noch genauso laut. Und zum Schluss haben wir nun Inspect-Animationen für jedes Item im Spiel, darunter auch die Beetle. Ganz ehrlich, der beste Part vom ganzen Update. Damit hätten wir Update 1.16 abgehakt. Es gibt natürlich noch einige neue Skins für Bloodborne zu kaufen, aber diese könnt ihr euch dann einfach selber anschauen. Bugfixes wird es ziemlich sicher auch geben, aber darüber habe ich leider keine Infos, also müssen wir auf die Patchnotes warten und einfach nur hoffen. Nun kommen wir zum neuen Event, Desolation's Wake. Gleich vorweg an die Veteranen, die schon vertraut sind mit den Events von Hunt, es hat sich ein bisschen was geändert, also es gibt nicht direkt die Erklärung des Events. Desolation's Wake startet am Mittwoch, den 6. März und endet am Mittwoch, den 8. Mai. Und es gibt wieder drei verschiedene Packs, welche uns Zugriff auf besondere Trades geben. Aber das ist nicht alles, denn in der Mitte der Map finden wir nun das Sealed Cache, quasi eine besondere Art der Supply Points, welches dieses Event ganz anders gestalten wird als alle zuvor. Natürlich gibt es auch wieder einen Battle Pass und einen Haufen verschiedener Skins.
Fangen wir aber erstmal mit der Erklärung des Events an. Ihr sammelt durch verschiedene Aktionen Eventpunkte. Mit diesen levelt ihr euren Battle Pass, um neue Inhalte und Skins freizuschalten. Ihr seht hier eingeblendet, durch welche Aktionen ihr wie viele Eventpunkte erhaltet. Veteranen sehen hier schon, dass es ein paar neue Möglichkeiten gibt, Eventpunkte zu erhalten. Darauf werde ich gleich eingehen. Für den Neuzugang noch eine Info. Auf der Welt findet ihr nun spezielle Altare. Mit diesen könnt ihr interagieren, um Eventpunkte zu erhalten. Entweder ihr sammelt diese ein, wie zum Beispiel Clues, und erhaltet dadurch 6 Punkte. Oder ihr zerstört sie, indem ihr darauf schießt, und erhaltet 3 Punkte. Durch das darauf Schießen explodieren diese, was ca. 100 HP Schaden macht und auch ziemlich laut ist. Außerdem erzeugen aktive Altare auch Lärm und werden rot, sobald sich feindliche Spieler in der Nähe befinden, genauso wie es bei Clues der Fall ist. Und dann gibt es noch eine wichtige Info für die neuen Spieler. Die meisten Eventpunkte erhaltet ihr durch die Weekly Challenges. Pro Woche kriegt ihr durch diese 7500 Eventpunkte und jedes Level im Battle Pass benötigt 1000 davon. Wenn ihr wenig Zeit zum Spielen habt und ihr euch auch für den Battle Pass interessiert, dann konzentriert euch unbedingt auf diese Challenges, sonst werdet ihr niemals mit dem Battle Pass fertig. Nun kommen wir aber zu den Pledge Marks. Und hier gibt es für Veterane interessante Änderungen. Erhalten könnt ihr dieses Mal auch 4 Stück davon pro Runde, was sich unterscheidet zu vorherigen Events, wo das Maximum bei 3 Pledge Marks lag. Ihr erhaltet Pledge Marks folgendermaßen: durch das Sammeln von 30 Eventpunkten, durch das Looten eines Hunters, durch das Banishen eines Bosses und dann gibt es noch je nach Pact eine Bonus Pledge Mark, worauf ich gleich eingehen werde. Wer von euch in eurem Team diese Aktion durchführt, ist völlig egal und es gilt auch immer nur für das erste Mal pro Match. Lootet ihr also zum Beispiel 2 Hunter, erhaltet ihr keine zweite Pledge Mark. Oder sammelt ihr 60 Eventpunkte, erhaltet ihr ebenfalls keine zweite Pledge Mark. Mit diesen Pledge Marks begebt ihr euch dann zu einem der Supply Points auf der Map, um euch an den verschiedenen Urnen einen der 3 Packs zu verschwören. Habt ihr euch einmal entschieden, ist diese Entscheidung auch nicht mehr rückgängig machbar. Der größte Unterschied zu den letzten Events ist aber, dass ihr eure Pledge Marks nicht mehr ausgibt, um an die Trade zu kommen. Jeder Pact hat nun nur noch einen neuen Trade und diesen erhaltet ihr, sobald ihr euch verschworen habt. Gleich vorweg, bestimmte Legendary Hunter sind ja bereits standardmäßig einen Pakt verschworen. Mit diesem müsst ihr dennoch zuerst mit einem der Dämonen an den Supply Points interagieren, um den Trade zu erhalten. Ihr fragt euch nun bestimmt, ja, wofür brauche ich nun eigentlich die Pledge Marks? Nun, hier kommt das Sealed Cache ins Spiel. Das Sealed Cache ist eine besondere Art von Supply Point, welches sich immer mittig der Map befindet und auch auf der Karte markiert ist. Dort findet ihr immer 4 Eventaltare und könnt euch auch, wie bei den normalen Supply Points, den Pacts verschwören. Viel wichtiger aber, ihr könnt dort eure Pledge Marks ausgeben und das für verschiedenste Sachen. Fangen wir mit dem Master Clue an. Mit diesem könnt ihr für den Preis einer Pledge Mark interagieren, um sofort die Position aller Bosse auf der Map zu lernen und 30 Eventpunkte zu erhalten. Roger wird dabei aber, denke ich mal, nicht aufgedeckt. Befindet sich nur ein einziger Boss auf der Map, findet ihr dort außerdem einen Bounty Token, welchen ihr für den Preis von 2 Pledge Marks mitnehmen könnt. Dieser Token ist 100 Bounty wert und funktioniert genau wie alle anderen Tokens im Spiel. Außerdem erhaltet ihr 100 Eventpunkte, wenn ihr den Token entsperrt. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, sowohl der Master Clue als auch der Bounty Token kann nur von einem Spieler entsperrt werden. Interagiert ihr mit dem Clue, kann kein anderes Team mit diesem Clue interagieren und nur euer Team erhält die Eventpunkte durch das Entsperren. Außerdem befindet sich dort noch ein Sealed Medkit. Interagiert ihr damit, zahlt ihr eine Pledge Mark, um für euer gesamtes Team die gesamten HP wieder aufzufüllen. Quasi genau wie ein Boss Banish oder Remedy. Des Weiteren könnt ihr an anderen bestimmten Orten auf der Map weitere Sealed Varianten von Loot Objekten finden. Die folgenden Sealed Objekte könnt ihr sowohl beim Sealed Cache finden, als auch bei Supply Points, Arsenalen, Jagdtürmen und Wachtürmen. Alle Objekte kosten euch eine Pledge Mark. Da gäbe es einmal eine Sealed Explosionsbox, welche 3 High-Tier Explosionskonsumables enthält, wie zum Beispiel Fragbombs, Dynamo Bundles und so weiter. Einmal geöffnet, kann jeder Spieler sich daraus die Items nehmen. Sie kann also nur ein einziges Mal geöffnet werden. Dann gibt es noch eine Sealed Munitionsbox, welche eure gesamte Munition und alle Tools auffüllt. Wichtig, Tools, nicht Consumables. Des Weiteren könnt ihr eine Sealed Kasse finden, welche euch immer 500 Dollar gibt. Und dann gibt es noch 2 Umschläge. Einmal den Sealed XP Umschlag, der euch 2 Hunter XP gibt. Einmal den Sealed XP Umschlag, der euch 2000 Hunter XP gibt. Und dann noch einen komplett neuen Umschlag, welcher euch den Effekt aller 4 kleinen Spritzen gibt. Also 5 Minuten Gegengift, Regeneration, Ausdauer und 75 HP Heilung. Und das ist das Sealed Cache und die neuen Sealed Loot Objekte. Eine wirklich sehr interessante Idee von Crytek. Ich bin gespannt, wie sich diese auf die Matches auswirken wird. Besonders zu Beginn des Events werden dort sicherlich immer große Schlachten stattfinden. Wenn ihr also Bock auf PvP habt, geht dort unbedingt hin.
Kommen wir nun aber zu den Event Pacts. Wir beginnen mit dem Death Pact. Verschwört ihr euch dem Death Pact, erhaltet ihr den Trade Witness, welcher euch erlaubt, von bis zu 75 Metern Hunterleichen und Todespunkte von Monstern in der Darkside zu sehen. Todespunkte von Monstern werden durch einen geraden Lichtstrahl dargestellt und die spawnen auch irgendwann. Seht ihr diese, wisst ihr, dass ein anderes Team vor nicht allzu langer Zeit hier war. Hunterleichen hingegen werden durch ein rauchartiges Licht mit roter Basis dargestellt. Des Weiteren heilt ihr euch, wenn ihr euch in der Nähe dieser Lichter befindet und in Darkside seid. Ihr müsst dafür quasi in den Lichtern drinstehen. Das war's aber noch nicht. In diesem Event erhalten bereits existierende Trades wieder einen Bonus. Beim Death Pack betrifft das den Trade Resilience. Habt ihr diesen, könnt ihr eure Teammates doppelt so schnell wiederbeleben. Ob das auch für Necromancer gilt, weiß ich leider nicht. Für Solos gilt das aber auf jeden Fall nicht. Diese müssen weiterhin 10 Sekunden warten. Und wie bereits vorhin erwähnt, können wir nun eine vierte Bonus-Pledgemark pro Match sammeln. Mit dem Death Pack erhaltet ihr 2 Pledgemarks, sobald eine Leiche gelootet wird, anstatt eben nur eine. Als nächstes haben wir den Primal Pact. Verschwört ihr euch diesem, erhaltet ihr den Trade Berserker, welcher euren Nahkampfschaden verdoppelt. Außerdem erhält der Trade Beastface den Bonus, dass Tiere euch einfach komplett ignorieren. Ihr könnt buchstäblich in Enten, Raben oder Hundekäfigen stehen und sie bleiben komplett ruhig. Schießt ihr, werden sie aber dennoch aufgeschreckt. Die Bonus-Pledgemark erhaltet ihr durch das Banishen. Der Banish gibt euch somit 2 Pledgemarks statt nur einer. Und als letztes haben wir noch den Lawful Pact, welcher komplett neu ist. Verschwört ihr euch diesen Pact, erhaltet ihr den Trade Peacekeeper, mit dem ihr eure komplett toten Teammates wiederbeleben könnt, wofür ihr normalerweise ein Bounty Token bräuchtet. Da das alleine aber natürlich zu schwach wäre, erhaltet ihr ebenfalls durch das Looten von Leichen einen Lebensbalken wieder, und zwar auch zerstörte Balken. Den Bonus erhält hier der Trade Pack Mule, mit dem ihr zusätzlich Munition durch das Looten von Leichen erhaltet. Und die Bonus Pledgemark erhaltet ihr durch das Erreichen von 30 Eventpunkten. Also auch hier erhaltet ihr statt einer Pledgemark gleich 2 auf einmal. Und das sind sie, die 3 Pacts des Desolation's Wake Events. Was haltet ihr von den ganzen Änderungen und welcher Pact interessiert euch am meisten? Ich persönlich freue mich sehr über die Rückkehr von Witness und der Buff von Resilience wirkt wirklich absolut krank. Meine Teammates und ich sind eh eingefleischte Teamplayer und wiederbeleben uns ständig. Mit Resilience wird das nochmal eine ganz andere Nummer werden, glaube ich. Besonders wenn das mit Necromancer funktioniert, wo ich mir wirklich unsicher bin. Das Sealed Cache wirkt aber auch unglaublich interessant und ich kann das Event kaum abwarten. Ich war seit Tide of Shadows, glaube ich, nicht mehr so hyped auf ein Event wie auf dieses. Zum Schluss des Videos muss ich nun noch den klassischen YouTube Battle Modus aktivieren und euch bitten, das Video zu bewerten und kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch mein Content gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wenn ihr mit mir live quatschen wollt, dann schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Am Mittwoch bin ich natürlich auch live und zocke das Event, kommt also gerne rum. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tudelu. Out of that, bring some order to this place.